Hertha BSC Berlin begann vor 3200 Zuschauern, als gäbe es keine Zweifel daran, wer am 24. September den VfB Stuttgart zu Hause empfangen wird. Rinke mit der ersten Möglichkeit nach 60 Sekunden. Hertha-Trainer Fuchs hatte offensichtlich hohe Flanken an den 5-Meter-Raum der Gütersloher verordnet. Bereits nach 9 Minuten zirkelte Zernike eine Flanke genau auf den Kopf von Mittelstürmer Kulo, doch der vergibt ebenfalls. Gütersloh beschränkte sich dagegen auf einen doppelten Abwehrgürtel am eigenen Strafraum. Nur mit einer einzigen Spitze spekulierten sie auf Kontermöglichkeiten und Ausrutscher der Berliner Abwehr. 16. Spielminute. Frank Herrmann hat hier bereits die Führung für den Oberligisten auf dem Fuß. Hertha im Glück, der Ball geht nur an die Querlatte. Den Berliner Fans verschlug's die Sprache. Nach dieser Soloeinlage von Stopper Niebel gingen den Gastgebern dann die Ideen aus. Oder war es Angst vor dem eigenen Können? 0:0 nach der Hälfte der Spielzeit. Vermutlich waren die Berliner Spieler noch mit dem Donnerwetter aus der Kabine beschäftigt, als der Gütersloher Mike Tischler mit Unterstützung von Herthas Libero Greiser sein Tor machte. In der 48. Minute ging der Tabellenzwölfte der westfälischen Amateurliga überraschend mit 1:0 in Führung. Durch die Einwechslung des Finnen Mika Aaltonen wuchs der Druck auf die Gäste. Die größte Chance zum Ausgleich in der 76. Spielminute nach einem Doppelpass zwischen Gowitzke und Kurtenbach. Vorbei am langen Eck. 10 Minuten später ist die Pokalsensation perfekt. Der Amateurclub aus Gütersloh zieht mit diesem 1:0-Sieg in die zweite Runde des DFB-Pokals ein. Die Amateure jubelten und Hertha-Trainer Fuchs kommentierte: Es war für uns eine Beerdigung erster Klasse.